So, hallo alle zur nächsten Folge von Minecraft Galaxy und eigentlich wollte ich nicht so viel im Voraus aufnehmen, ich nur ein Part oder so, aber da sind Wölfe, endlich, ich habe sie gefunden, Wölfe, 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 komm her, danke und dann, wir können zurück, Ziel erreicht, Ziel erreicht, Ziel erreicht, yes, du kommst auch nochmal mit, yes, 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 ich habe genug Wölfe. Es geht zurück. Und zwar mit Lichtgeschwindigkeit. Wir haben jede Menge Enderperlen eingesammelt gehabt. Wir haben viel Zeug gefunden. Und warte, was hast du für einen Hut, mein Lieber? Jetzt ist es meiner. Alter, Alter, Alter. So, und wir sind auch gleich schon wieder zurück. Allzu weit ist es nämlich gar nicht. Zum Glück. Boah. Das war jetzt heftig Glück, ne? Ja, heftig Glück. Dum, 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 dum. Gleich mal. Freut mich jetzt. Ich hab schon gedacht, wir brauchen noch länger, aber endlich. Endlich Wölfe gefunden. Wir hätten uns den ganzen Weg untenrum sparen können. Die wir einfach gleich hier rumfliegen. Jetzt können wir die Wölfe nochmal züchten und den Braustand aufstellen. Wir haben noch Knochen. Ich kann die Body Parts von dem Necromancy-Mob da irgendwie noch raus tun. Aber die tue ich mal in eine extra Kiste. Weil sonst verliere ich die im Lager, in Anführungszeichen, oder finde es nicht mehr wieder. Hust, hust, räusper, räusper. Meine Stimme ist noch am Arsch. 15 Enderperlen, da vorne sind wieder Enderperlen. Jo, was geht? Ist aber nur dein Hut jetzt, weil Enderperlen habe ich ja genug jetzt eigentlich. Juhu, 16 Enderperlen. Quatsch, 3 Stacks Enderperlen, so rum. Das sollte uns erstmal reichen. Ja, das Schwert ist stark. Pass auf, hier sind auch mal Wölfe. Direkt am Haus. Könnte ich wetten, nee, direkt hier sind. Weißt du, jetzt finde ich immer 1000 Endermänner. Jetzt, oder wenn ich sie brauche, oder wenn ich suche, eben nicht. Ist ja, das ist gemein. So. We are on our way home. Aber sowas von. Schon gleich mit Mobsgeschwindigkeit einmal zurück. Ist hier vorhin nochmal so ein Enderman-Biom? Sag bloß, jetzt nochmal so ein Enderman-Biom. Da unten ist ein Enderdrache. Ganz kurz, ist das ein grüner? Nein, das ist ein Forest Dragon. Der ist auch. Der ist doch besattelt. Glaube ich. This dragon doesn't follow your commands. Okay. Ich krieg grad Schaden übrigens. Hier ist ein Enderdrache drin. Leute. Falls jemand seinen Enderdrachen vermisst. Ist das hier Öl? Ich glaube ja, ich kann durchfliegen. Falls jemand einen Walddrachen vermisst. Der ist hier hinter diesem Biom im Wasser, tief unten im Wasser. Leute, ein Tipp, wenn ihr euch einen Enderdrachen macht, sperrt ihr einen mit dem Safari-Net. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Aber ja, falls jemand einen Enderdrachen vermisst, der ist hier. Der ist auch mit besattelt und gehört jemandem. Ein Brot, danke. Jo, 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 jo. So, ich bin nur in der Spinne, weil ich mich gegen Giftschaden schützen wollte, also ich mir Cave Spider verwandelt, denn dann bin ich gegen Gift immun. Kann ich auch wieder in Spark zurückverwandeln. Bam, 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 bam. Yeah. Natürlich mit der Sonnenbrille. Voll der Gangster. Und dann geht's auch gleich schon wieder zurück. An unsere Hauptinsel. Hier vorne. Ich war schon lange nicht mehr beim Spawnhaus. Warum auch? So, hat sich schon ein bisschen verändert zum Anfang. Ganz blöde Frage. Warum ist das hier kaputt? Vor allem da oben. Ey, was hier alles mal wieder abgeht. Wie das hinten zerstört wurde, ich raff's nicht. Und hier ist auch ein Enderdrache noch drin. Oh lol, meiner ist es nicht. Habe ich eigentlich noch hier oben eine Kiste von ganz damals? Ja, ich habe hier noch eine Kiste mit Müll drin. Okay. Lass mich durch. Danke. Aber ich verstehe nicht, warum es da oben zerstört ist. Das verstehe ich nicht so ganz, naja. Einmal durch. Und ab nach Hause. Hier ist so viel passiert mit der Welt, ganz ehrlich. Die Treppe von ganz am Anfang. Ach ja, das waren die Anfänge. War schön, wenn ich jetzt zurückdenke. War schön, hat Bock gemacht, macht immer noch Bock. Nur wir haben uns halt anderen Zielen gewidmet. Und ja. Richtig geil. Richtig, richtig genial. Huh.
Ich bin runtergeflogen. Ja, kurzer Cut, bis gleich. So, da bin ich wieder, die Welt lädt. Ich bin kurz einen Tacken runtergefallen. Ich starte die Stoppe wieder. Ja, ne, passiert. Ups. Ja, dann trotzdem, wir sind endlich da. Endlich da. Endlich da. Ich muss nochmal Obsidian. Ich bin mal nach oben geflogen zum Fahren. So. Ich räume mal kurz mal. Ne, Quatsch, für die Bodyparts wollte ich ja nach da gehen. Und hier kommt von Necromancy die ganzen Teile rein. Ich weiß nicht genau, wie man den zusammenbastelt, aber das gucke ich mir auch nochmal an. Hallo, raus. Warum kann ich den nicht rausschieben mit Shift? So. Der Baum hier, der Zeppling ist cool. Oder die Zepplings sind cool, die behalte ich gerade mal. XP-Büsche, die wachsen eigentlich nur im Dunkeln oder so, habe ich gehört, aber... Ich setze sie mal dahin. Ja, ich weiß, dass ich mir Schaden mache. So, und die Melon Seeds. Einfach nur, um sie zu haben. Setze ich mal dahin. So. Dann, ja, kann ich mir gleich meine Viecher züchten. Ich tue mal kurz die Enderperlen zurück. Wir haben also wieder mehr bekommen, als wir uns durch die Safari-Netz entnommen haben aus der ganzen Geschichte. Und deshalb brauche ich mal ganz kurz ein paar Bones. Also kein Bone Meal, sondern normale Bones. Und zwar 10 Stück. Und dann kann ich hier mal kurz den Hund freilassen. Ach, hat gleich schon geklappt. Schön. Dann kann ich mir kurz den nächsten holen. Ach, schön. Und nochmal den nächsten. Geht ja recht schnell. Achso, ja genau, ich werde wieder einsammeln. Muss ich aber nicht. Zur Sicherheit werde ich mal ganz kurz die dann jetzt paaren. Habe ich irgendwo Fleisch? Ich habe kein Fleisch. Doch, klar habe ich Fleisch. Hier unten. Raw Pork Chop. Und jetzt stelle ich mal hin. Du auch mal hin. Raw Pork Chop, please. Und dann du und du macht mal ein kleines Wölfchen. Danke. Und du. Und du nutzt es gerade, falls die Hunde sich irgendwie mal verziehen sollten, verschwinden sollten. Kommst gerade mal mit. Und euch tue ich, da es ja wieder Witchery-Angelegenheiten sind, mal hier mit in die Kiste. Mhm, zwei Wölfe rein. Dann die Witch's Hand kommt raus. Ja. Dann muss ich jetzt vielleicht noch auf Dings warten. Aber ich brauche normale Poppet. Denn aus normalen Poppet, ich muss meine Fire Protection Poppet machen. Dafür brauche ich Bull of a Bat. Und jetzt mal ein Problem, denn das wird wieder teuer. Jetzt muss ich mir noch Fledermäuse suchen, so wie es aussieht. Fledermäuse kann man eigentlich paaren, aber Bull of Bat kriegt man eben auch mit Artana, die killt. Und Amber Moss. Was ich eigentlich verbreiten kann, das pflanze ich gerade mal an. Die Sache ist nur wo. Ich glaube hier unten. Warte kurz, wo ist eigentlich der Hund hin? Hundi? Wo ist denn der Babyhund hin? Der müsste doch eigentlich da sein. Spawnt hinter mir her, da ist er. Kannst du dich hinsetzen? Ja, setz dich hin. Schön. Ich dachte, ich grab mich mal hier beim Lager runter und versuche das unten zu platzieren, weil hier ist es ja dunkel eigentlich. Kann ich diese auf Stein platzieren? Kann ich. Ich hoffe mal, das verbreitet sich noch bis demnächst. Also wir werden es nicht schaffen. Es dauert wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen. Aber es müsste sich eigentlich auf Stein verbreiten können. So. Das ist ja ein bisschen dunkel. Ja, das ist wichtig. Ansonsten machen wir uns einfach mit Utandis wieder an. Ja. Raum halt für die entsprechende Puppet. Fire Protection Puppet ist wichtig. Ich kann ansonsten nochmal den Kessel aufsetzen, weil das ist ja vielleicht wichtig. Ich wollte ihn eigentlich erst ins Haus integrieren, wenn es soweit ist. Aber das Problem ist eben, das wird so nix. Habe ich Netherrack normales. Da eine Rack. Ich brauche eigentlich nur eins. Und ich brauche das Feuerzeug. Denn wir machen jetzt erstmal den Kessel fertig. Damit der Kessel funktioniert, müssen wir schlichtweg hier drunter einfach Dings setzen und anzünden. Damit der Kessel als Kessel funktioniert. So.
Das mal dicht machen. So, und hier können wir jetzt Sachen sozusagen brauen. Für Redstone Soup. Gucke ich gerade mal. Wie machen wir denn Redstone Soup? Redstone Soup ist, glaube ich, so der einfachste Trank, den es gibt. Und den machen wir mit Tongue of a Dog. Ihr Schweine. Und halt mit Wool of a Bat. Das heißt, wir müssen Fledermäuse suchen. Und Drop of Luck. Aber davon müssen wir eigentlich noch welche übrig haben, oder? Drop of Luck. Bei den Tränken. Nein, haben wir auch nicht mehr. Weil den brauchen wir für die... Ja, siehst du, es wird wieder teuer. Aber wenn es soweit ist, es wird so genial. So. Ich mache folgendes. Ich suche mir ein paar Fledermäuse. Die ich dann jetzt jagen werde. Und dafür muss ich halt nun mal durch die Gegend reisen. Vielleicht ist hier noch was zu finden. Ich hoffe es mal. Bei mir direkt am Haus, unterm Haus. Außer Eisen, das kann ich auch nichts mitnehmen. Und ich mache es auch mal mit unserer normalen Spitzhacke, weil, ja, ich schlage jetzt einfach zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich gehe ein bisschen rum, gucke ein bisschen. Versuche mir Wool of the Bat einzusammeln. Fledermauswolle. Aber die Sache ist die, es ist teuer, aber es ist auch mächtig und deswegen mache ich es. Dann melde ich mich zum nächsten PvP-Event an, wenn ich die Infusion habe. Weil das ist stark, einfach nur. Finde ich. So, mal schnell. Schnell ein Stück Eisen. Ja, aber sonst geht's noch. Aber ganz zügig. Was ich damit machen kann, ich kann Leute in Barrieren einsperren. Ich kann mich unsichtbar machen. Hoffe ich, wenn ich die richtigen Fusion nehme. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Also komplett unsichtbar. Auch wenn ich was in der Hand habe, sieht man es nicht. Nur die Rüstung kann man halt sehen, aber das, die kann man ausziehen. Ich werde also ohne Rüstung beim PvP-Event antreten. ja, vielleicht kann ich das Grundstück ja jemandem verschenken, der noch eins braucht und noch nicht oder auch kein Token hat, aber schon längst oben ist. Naja. Zombie von hinten. Hoffen, es kommt vielleicht mal eine Fledermaus. Also die spawnen ja immer die ganze Zeit in Caves, Höhlen und die respawnen auch, wie ich mitbekommen habe, deswegen. Ich guck einfach mal ein bisschen. Nö, weitestgehend nix. Ach, Diamanten da hinten, sowas aber auch. Wir brauchen schon Dias. Ich jedenfalls nicht. Hier war auch noch Eisen übrig. Tschüss, Zombie. Ich guck einfach mal hier ein bisschen weiter. War das Dungeon, da gab es eigentlich Drachen und alles mögliche. An der Decke gibt es wieder Eisen. Also sorry, aber ich brauche Stackweise. Für das entsprechende Portal. Unten in meinem Labor. Und da ich sowieso sammeln muss. Ja, ich weiß, könnte mal nebenkommen. Wenn die so perfekt aneinander hängen, nehme ich auch gleich einfach mal den Hammer. Ups. Eisen, Eisen, Eisen. Zombie von unten. Der kann mich mal. Komm schon, ich gehe ein bisschen durch. Unsere Fledermäuse. Nee. Und ich muss sie auch gleich killen, weil die kann man ja bekanntlich nicht züchten, soweit ich weiß. Fledermaus? Nein. Und ich habe Fackeln, aber ich weiß, die kann ich auch setzen. Danke, danke, danke für den Hinweis. Experience Bush. Mitgenommen. Eisen auf dem Boden. Mitgenommen. Was ist das hier? Periodot. Nehme ich auch mal mit. Aber ich glaube, davon habe ich schon welches, weil für das entsprechende Portal braucht man auch nur so spezielle Erze von dem Pixie-Mod. Hier ist Eis, lol. Ich weiß, es sind viele Fossilien und so, aber... Oder warte mal, ist es echt so, dass ich keine Dias brauche? Ich überlege gerade, bin gerade am Abwägen. Weil eigentlich brauche ich ja vielleicht welche für Dia-Kisten, weil die sind teuer und dann ist auch schon die erste Bad. Danke, dich habe ich gesucht. Komm mal her, Martana. Na, kommst du her, kommst du her. Bleib stehen. Halt, bleib stehen, bleib stehen. Gab es eine Wool of the Bat? Ja, da. Wool of the Bat. Und die brauche ich eben. Und dafür brauche ich noch ein paar mehr. Na, komm schon, lass mich durch. Danke. Das wäre dort. Es war jetzt Glück, dass die gerade hier gespawnt hast. Ich war beim Hingehen, glaube ich, noch nicht da. Wenn, dann habe ich es übersehen. Erste Bad haben wir also schon. Essen, ganz kurz. Hol ich mir natürlich auch. Das Fleisch war immer noch für... Was? Oh, hier hinten ist nochmal ein Dungeon, glaube ich. Was ist mit Wolle zugebaut? Ist jemand gestorben? Oh lol, hier sind Dracheneier drin. Music Disc, Safari Net, Paintbrush. Ah, okay. Miniature Red Heart, Name Tag, White Stones, Blue Stones. Noch so ein Stencil. Okay, 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 okay.
Wer ist hier gestorben? Krivi ist hier gestorben. War ein Grabstein da? Ich weiß nicht. Hat er irgendwas Spezielles gehabt? Ich weiß es nicht. Aber kurz. Ja, ich mach Licht. Sehr gut, ich mach Licht. Hier ist Krivi gestorben. Schau mal ab. Ja. Da ist eine Dubstep-Gun mit drin gewesen. Alter. Ich sehe schon, ich habe wieder keinen Platz im Inventar. Nein, ich wurde auf dem Bett. Oh, das ist das Wichtigste von überhaupt von allem. So, wäre noch schöner, wenn die rausfahren. Die Dubstep-Gun kann ich mitnehmen, also das Wichtigste kann ich vielleicht zurückgeben oder so. Knochen kann raus. Pickaxe. Diamantschwert. Pfeil. Neem Orberry. Furnace. Bodenpickaxe. Carlsons Müll. 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 Na, ah, nicht nur Müll. Müll? Müll. Ich weiß, es ist Eisenerz, aber ich sammle mir die gleich so ein. Coconut Müll, Pineapple Müll, Müll. Witch's Sand ist gut. Hey, was willst du mit dem Quantum in der Hand? Was fällt dir ein, du Zombie? Der hat auch wieder. Alter, der hatte komplette Eisenrüstung gedroppt. Zum Geier. Nee, aber ansonsten war nichts Interessantes mehr hier. So. Da hinten ist eine Fledermaus, ich sehe sie. Ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Bist du Fledermaus? Fledermaus. Da. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nein, 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 nein. Nicht über der Lava, bitte. Alter. Du. Bleib gefälligst hier. Atana. Atana Action, nein. Halt, bleib hier. Danke, habe ich dich. Und nochmal Wolf Bett? Nein, leider nicht. Schade, kein Wolf Bett. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.